Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wie ihr seht, befinden wir uns noch im gleichen Ort, wo wir ja ausgeschaltet haben. Diesmal allerdings tagsüber und es ist trotzdem noch genauso schön, finde ich, wie nachts. Außer, dass das Leuchten wegfällt. Ich habe im Kronenshop die Prolog-Quest angenommen. Und zwar braucht ihr nur in den Kronenshop zu gehen. Dann geht ihr auf Quests und dann auf Prologe. Und da könnt ihr euch dann dementsprechend die entsprechende Quest raussuchen, die ihr jetzt gerade haben möchtet. Ich habe mir den Prolog durch einen dunklen Schleier hier rausgesucht. Das ist nämlich der zu Summer's End, weil wir da als nächstes hinwollen. Schön, euch wiederzusehen, meine Freundin. Ich habe diesen Nachrichtenstein vor Tagen abgeschickt. Ich war besorgt, er hätte euch nicht erreicht. Lasst mich schnell beiseite legen, woran ich gearbeitet habe, und dann können wir zum Geschäftlichen kommen. Warum habt ihr versucht, an mich heranzutreten? Ich habe anscheinend eine Nachricht für euch, von einem Orakel. Sie erreichte mich auf höchst beunruhigende Weise. Aber zivilisierte Leute führen ihre Gespräche nicht über Projektionen. Das ziemt sich nicht. Trefft mich in der Gildenhalle der Magiergilde in Vulkilwacht. Dort können wir reden. Was ist falsch daran, hier zu sprechen? Der Aufwand, der nötig ist, um diese Projektion aufrechtzuerhalten, ist reine Magikerverschwendung. Wichtige Angelegenheiten sollten persönlich verhandelt werden. Und wenn ein Orakel betroffen ist, braucht es ein Mindestmaß an Privatsphäre. Außerdem kann mich niemand sonst sehen. Ihr seht aus, als würdet ihr selbst Gespräche führen. In Ordnung, ich treffe euch bei der Magiergilde in Vulkilwacht. Ihr seht aus, als würdet ihr Selbstgespräche führen. Auch nicht schlecht. Ja, dann müssen wir jetzt natürlich mal eben ganz schnell zum Wegschrein rüber. Ich denke nicht, dass ich das rausschneiden muss, weil der doch recht nah hier dran ist. Ja, da hinten kann man ihn auch schon sehen. Und da müssen wir nach Auridon Vulkilwacht unten zur Hauptstadt. Beziehungsweise zur Magiergilde, die sich dort befindet. So, einmal Magiergilde und zurück. Mal schauen, was der gute Vanus uns da jetzt gleich erzählen wird. Eigentlich hätte ich auch rechts rumlaufen können, das war jetzt ein bisschen doof. Ja, das ist schön, dass du nach mir suchst, aber ich muss jetzt erstmal die Prolog-Quest machen. Weil eine habe ich ja schon vergessen, das war ja die in Richtung Morrowind, glaube ich. Und die wollte ich jetzt nicht nochmal vergessen. Schnell mal eben die Bücher hier lesen. So, wo ist denn der gute Vanus? Hier drüben. Warte. Wir beide haben viel zu besprechen. Ach, das war der, der mich immer am Nerven ist. Okay. Nun, ich wollte schon per Portal nach Alinor reisen, um einmal etwas Ordentliches zu essen. Aber wo ihr gerade hier seid, können wir auch gleich diese Botschaft besprechen. Sie stammt von Marieve, einem Orakel des Wirt. Ich meide eigentlich Wahrsager lieber, aber Marieve verfügt da über ein echtes Talent. Und dieses Orakel hat mich namentlich erwähnt? Bis zur letzten Silbe. Ihre Vorhersagen sind deutungsoffen, aber ihre Worte haben mich dennoch beunruhigt. Ein Netz des Aufruhrs, die Insel, die fortging, drei dunkle Fürsten und euer Name. Danach antwortete sie nicht mehr auf meine Projektionen. Was soll das alles bedeuten? Das bedeutet, ihr müsst das Orakel finden und euch vergewissern, dass es ihm gut geht. Ich habe ein kleines Boot so verzaubert, dass es euch in einen entlegenen Teil von Ödfels bringt, unweit jener Stelle, wo das Orakel das letzte Mal gesehen wurde. Und nehmt dieses Beschwörungsmedaillon. Ruft mich damit, falls das nötig sein sollte. Ich werde gehen und nach Orakel Merieve sehen. Wie der Zufall es will, weiß der große Magier eine ganze Menge über sehr viele Dinge. Was kann ich euch sonst noch verraten, bevor ihr geht? Warum hat euch die Botschaft des Orakels beunruhigt? Beunruhigt? Ich glaube nicht, dass ich das so gesagt habe. Normalerweise neigen ihre prophetischen Verse dazu, von großer Zungengewandtheit und einer ergreifenden Schönheit zu sein. Dieser jedoch wirkte angespannt. Er erwähnte irgendeinen Aufruhr, eine verschwindende Insel und dunkle Fürsten, wahrscheinlich Daedra. Und was bedeuten diese Dinge? Nun, ein Aufruhr könnte nahezu alles sein, wenn auch nichts Gutes.
Die Insel könnte sich auf Arteum beziehen, die Heimat des Psychic-Ordens. Sie verschwand vor über 300 Jahren. Und ich habe Gerüchte über irgendeine dädrische Allianz gehört. Warum hat sie ausgerechnet mich erwähnt? Das werdet ihr beim Orakel ansprechen müssen. Ich schätze, ihr passtet in Marievis Vision oder was immer es auch ist, was sie zu ihren Prognosen antreibt. Wenn diese Botschaft von irgendjemand anderem gekommen wäre, hätte ich sie als eine Täuschung abgetan. An Marieve ist allerdings alles echt. Erzählt mir mehr über Orakel Marieve. Orakel Marieve gehört zu den Würdinnen, einer Schwesternschaft von Hexen, die die Natur verehren. Marieve hatte schon in sehr jungem Alter erste Visionen. Über die Jahre hinweg hat sie sowohl der Magiergilde als auch dem Psychic-Orden immer wieder Warnungen zukommen lassen. Welche Art von Warnung? Die übliche Sorte schlimmer Weissagungen. Erst vor kurzem sah Marieve den Tod von König Vollbert und König Tamlin voraus. Sie besitzt eine ungewöhnliche Gabe. Die Fähigkeit, nicht nur eine mögliche Zukunft zu sehen, sondern auch in andere Reiche hineinzublicken. Das macht sie für den Psychic-Orden nützlich. Wenn ihr meint, dass das Orakel in Gefahr schwebt, warum habt ihr es dann nicht hierher gebracht? Oh, glaubt mir, ich habe es versucht. Marieve war schon immer eine Einzelgängerin. Sogar noch mehr als die anderen Würdinnen. Sie meinte, sie hätte noch mehr zu tun und dass ihr kommen würdet, um sie zu retten. Also dann mal los! Geht das Orakel retten! Dann bringt es dazu, euch mehr über seine Vision zu erzählen. Was genau macht ein verzaubertes Boot? Das könnt ihr euch doch gewiss selbst zusammenreimen, oder? Es wird euch genau dorthin bringen, wo ich ihm gesagt habe, dass es hinfahren soll. Der Zauber ist jedoch nicht von Dauer. Ihr solltet euch besser sputen. Ihr wollt in dieser winzigen Nussschale nicht gerade mitten auf dem Ozean sein, wenn die Wirkung des Spruchs verfliegt. In Ordnung. Gebt mir das verzauberte Boot und ich bin weg. Ich soll es euch geben? Was? Meint ihr, ich hätte hier ein Boot in der Tasche? Dass man es so zusammenfalten kann, dass es in euren Rucksack passt? Lächerlich. Es ist in der Nähe der Docks. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Hallo, bei Harry Potter war das auch möglich. Und was mache ich nochmal mit dem Beschwörungsmedaillon? Ich habe den Namen, den mir das Orakel genannt hat, aber schon richtig verstanden, oder? Ich habe das Medaillon so mit einem Zauber belegt, dass ihr mich damit zu eurem Aufenthaltsort rufen könnt. Sofern die Not dafür groß genug ist und ich nicht anderweitig beschäftigt bin. Spart es euch unbedingt für eine besondere Gelegenheit auf. Na gut. Dann reisen wir mal auf. So, was hatte er gesagt? Ostmarsch, ne? Da müssen wir da erstmal hin. Dabei fällt mir ein, ich wollte mein Inventar eigentlich noch etwas vergrößern. Bei dem Char, das habe ich total vergessen. Ich glaube allerdings nicht, dass ich da... Nee, ich habe da noch nicht genug Gold für. Ich muss mal ein bisschen sparen. Ich vergesse es nämlich jedes Mal, ehrlich gesagt. So, dann gehen wir einmal nach Ostmarsch und er hat gesagt, dass er das irgendwo markiert hat. Und nein, das ist nicht die Markierung, das ist eine Schatzkarte. Wobei, Wasser sehe ich jetzt gerade nur oben. Bin ich jetzt doof oder habe ich jetzt hier irgendetwas übersehen? Ich schaue mal eben nach. Ne, er zeigt mir jetzt Wuckelwacht an. Hä? Hat er nicht gesagt nach Ostmarsch? Hm. Na gut. Dann gucken wir mal, wo die Nussschale ist. Die nicht in die Handtasche passt von der Größe her. Beziehungsweise die man nicht falten kann. So. Ha, es war nicht Ostmarsch, es war Ödfeld. Oh mein Gott, ich habe extra schon zugehört und trotzdem habe ich es nicht mitbekommen. Ach, Göttchen. Wir sammeln nochmal schnell alles ein hier. Hier leuchtet immer mehr. Je mehr ich mich umdrehe, umso mehr finde ich jetzt hier gerade. Das ist unfair. Aber wenn dem schon mal so ist, ne? So, unser Ziel ist direkt hier oben. Hab ich mich jetzt erschrocken? Ich glaube, das gehört zur Quest, oder? Nee, durchsucht die Hütte. Okay, das gehört doch nicht zur Quest. Irgendwo muss hier eine Hütte sein. Bist du die Hütte? Stopp! Kommt nicht näher! Oh, ihr seid keine solche dädrische Abscheulichkeit. Okay, das muss ich jetzt mal vorlesen. Der dunkle Schleier ist dünn gespannt und die Visionen fließen wie Schnee, der am ersten Frühlingstag schmilzt. Ich sehe ein Netz, das alles umhüllt, das es berührt und der grünen und angenehmen Insel Ärger bringt.
Ich sehe die andere Insel, die uns einst verließ, bedroht von einer Macht, die seit langem schon besiegt ist. Ich sehe drei dunkle Fürsten, vereint in einer Verschwörung mit üblen und bösen Absichten. Und inmitten all dessen, als Zünglein an der Waage, doch ich weiß nicht in welche Richtung, steht Gameplayerin. Meine Vision erregte Aufmerksamkeit aus den finsteren Winkeln. Ich muss mich verstecken, bevor sie mich erwischen. Ich musste das vorlesen, da war mein Name drin. Erst diese dädrischen Anomalien und nun ihr. Was für ein Ärger hat Orakel Marieve diesmal zutage befördert? Vanus Galerion hat mich geschickt, um mich zu vergewissern, dass es dem Orakel gut geht. Der große Magier? Das überrascht mich nicht. Er war schon immer sonderbar interessiert an Marieves Talenten. Meine Schwester zieht die Einsamkeit vor. Doch wir sehen schon gelegentlich bei ihr nach dem Rechten. Bei meiner Ankunft waren die Dedra überall, aber Marieve war fort. Sie trat an Vanus heran und sie hat eigens meinen Namen erwähnt. Interessant. Mir ist frische Tinte auf einem der Pergamentblätter aufgefallen. Ich glaube, sie hat gerade etwas geschrieben, als die Dedra aufgetaucht sind. Diese Vision muss etwas Besonderes gewesen sein, um die Aufmerksamkeit dieser widernatürlichen Kreaturen auf sich zu ziehen. Glaubt ihr, die Dedra haben dem Orakel etwas angetan? Vielleicht, aber es gibt keine Anzeichen von Gewalt hier. Nein, ich glaube, sie schickte ihre Botschaft ab und ist dann an einen sicheren Ort geflohen. Womöglich zur alten Wirtsstätte in dem, was heute die Minen von Kuras sind. Das ist ein gutes Versteck. Sucht dort nach Marieve. Ich werde zu den Minen von Kuras gehen und versuchen, das Orakel zu finden. Seid vorsichtig. Diese alten Minen sind verlassen. Doch das heißt nicht, dass sie leer sind. Zwischenzeitlich erzähle ich meinen Schwestern, was hier vorfiel. Mach das. Kein Thema. Da oben sind schon wieder die nächsten Dedras, habe ich gesehen. Ja, das Boot bringt uns dann zum nächsten Zielort. Und der ist Glinumbra. Achso, das ist direkt hier vorne. So, kurz vorm Boss ist wohl das Versteck. Also vorm Verliesboss. Ich muss mal eben schauen. Moment, wenn ich jetzt hier rum... ich sollte links rumgehen, weil ich dann auf jeden Fall auch an die Scherbe komme. Ich glaube, das ist gut. Kümmer du dich mal um den. Er kann ruhig liegen bleiben. Was kotzt du denn hier rum? Geht's dir nicht gut? So, da oben ist die Scherbe. Die nehmen wir dann auch direkt mal mit. Ich meine, wenn ich schon mal hier bin, ne? Glaube ich, ist das ganz gut. Hallo? Seht her! Der Verlust eines Fremden könnte unser Gewinn sein. Was hast du denn wieder gefunden, Basti? Ach, da hinten. Tatsache. Dankeschön. So, dann schauen wir mal. Wir müssen da hoch. Nee, dann laufe ich nochmal zurück. Ah nee, es ist gar nicht zurück. Das ist die richtige Richtung. Haha. Schau mal, einer guck. So, ich glaube, es wäre jetzt besser gewesen, wenn ich da runtergesprungen wäre, aber ich bin mir nicht sicher. Seit wann haben Zombies Wurfdolche? Was soll das hier? Oh, lauf, komm. Ja, ist ja gut. Wir machen auch den Verliesboss noch mal kurz mit. Ich brauche Hilfe! Nein, du brauchst keine Hilfe. Im Laufschritt. Du hast dich zu sehr um die Heilung gekümmert. So, wir müssen hier vorne hin. Basti, komm mal mit. Du sollst nicht mit denen spielen. Hallo. Ich möchte hier rein. So, hinten durch. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Ich dachte, das wäre ein böser Bär. Och, nö, komm. Auf sowas wie dich habe ich jetzt keine Lust. Kann Basti sich drum kümmern? Krähenschrecken mag ich nicht. So, was haben wir hier? Nachricht an Vanus. Vanus, die neuerlichen Visionen haben ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Erst traten sie rund um meine Hütte herum auf, dann folgten sie mir bis zu diesem Ort, von dem ich annahm, er sei sicher.
Ich hätte nie herkommen sollen. Ihr erinnert euch an die Botschaften, die ich euch in der Vergangenheit geschickt habe, die immer voller Überraschungselemente waren? Unsere Gespräche waren für mich wie ein Ritual. Ich hoffe, ihr findet sie in der richtigen Reihenfolge. M. Okay. Muss mir das jetzt irgendwas sagen? Beschwörungsmedaillon benutzen. Die Beschwörung hat perfekt funktioniert, das wusste ich. Ich schätze, ihr benötigt meine Hilfe? Yep. Ihr habt euch entschieden, das Beschwörungsmedaillon zur Anwendung zu bringen. Na schön, dann könnt ihr mir nun aber auch berichten, wie die Suche nach dem Orakel läuft. Nicht gut. Dedra vertrieben sie aus ihrer Hütte und sie kam hierher. Aber ich habe nur diese Notiz gefunden. Lasst mich einmal sehen. Die Anrede ist für meinen Geschmack ein bisschen zu vertraut. Doch das Orakel folgte schon immer seinen eigenen Regeln. Ah, schlau, Marieve. Sehr schlau. Sie hat uns eine geheime Botschaft hinterlassen und sie uns praktisch unter die Nase gerieben. Eine geheime Botschaft? Es steckt alles in den Formulierungen. Botschaften, Elemente, Ritual, richtig geordnet. Für jemanden, der sie gut kennt, ergibt das völlig Sinn. Die Würdinnen verehren die Natur und die Elemente. Wir müssen ein Elementarritual durchführen, um die Botschaft zu erhalten. Also was machen wir? Sucht nach Gegenständen, die für die Elemente stehen. Luft, Erde, Wasser. Ich mache die vorbereitete Ritualstätte ausfindig und ihr platziert die Gegenstände in der richtigen Anordnung. Das sollte reichen. Ein bisschen großtuerisch, aber ich schätze, das gehört zum Dasein als Orakel dazu. Ich werde die Ritualgegenstände finden. Da sind schon mal zwei. Die Würdinnen schöpfen Macht aus den Erdknochen. Da liegt... Was ist das? Aber die Luft. Eine Feder? Wartet eben mal. Ein Gefäß mit Wasser. Nee, das ist Nun, Kürbis. Das ist enttäuschend offensichtlich. Marieve muss sehr in Eile gewesen sein. Ein reiner Edelstein. Dichter kommt man an das Element Erde wohl nicht heran. Es scheint, als hättet ihr Gegenstände gefunden, die zu den Elementen des Wirt passen. Sollen wir mit Marieves Ritual fortfahren? Hallo? Vanus? Es scheint, als hättet ihr Gegenstände gefunden, die zu den Elementen des Wirt passen. Sollen wir mit Marieves Ritual fortfahren? Ja, bitte. Also hau nicht ab. Wie beginne ich das Ritual? Ohne Zweifel wollte Marieve, dass wir sie in den richtigen Ritualgefäßen platzieren. Einfache Magie kann ganz schön archaisch sein, wenn ihr mich fragt. Ich hoffe, ihr könnt herausfinden, welcher Gegenstand in welches Ritualgefäß gehört. Ich verstehe nicht ganz. Was soll ich tun? Untersucht die einfachen Bildzeichen, die in die Gefäße graviert sind. Findet heraus, welches Element jedes der Symbole repräsentiert und platziert dann den korrekten Elementargegenstand im entsprechenden Gefäß. Ich werde hier hinten stehen bleiben, falls meine Magie die Zauberkraft des Wirts stört. Erzählt mir mehr über den Wirt. Die Schwestern des Wirt dienen den Elnofei, den Erdknochen. Sie verehren die Natur und die Elemente. Ziemlich primitiv, aber ich schätze die Arbeit, die sie machen. Ich finde vor allem die Vorstellung, dass sie Kraft aus einem Baum ziehen, entzückend bodenständig. Was hat es mit diesen gravierten Schalen auf sich? Ich nehme an, sie sind Teil des Rituals. Seht ihr, auf jedes Gefäß ist ein anderes Symbol graviert. Bringt den richtigen Gegenstand mit dem passenden Gefäß zusammen, dann sollte die Magie wirken. Ich werde hier stehen bleiben. Wir wollen ja nicht, dass meine überschüssige Energie Marieves Zauber stört. Ja, das hat er ja eben schon mal gesagt. Ich werde jetzt versuchen, die Gegenstände in den Gefäßen zu platzieren. Die Ritualgefäße sind dort drüben. Je eher ihr die korrekten Gegenstände platziert, desto schneller werden wir Marieves Nachricht erhalten. Ja, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe absolut keine Ahnung mehr, welche Symbole welches. Achso, Moment. Das ist der Wind. Ja, das ist ja einfach. Ich hätte jetzt gedacht, das ist schwieriger. Ich platziere die Feder für den Wind. Was natürlich Quatsch ist, weil der Norden eigentlich die Erde ist, aber egal. Das links, denke ich mal, soll das Wasser sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kürbis mit Wasser. Nichts geschieht. Okay, dann soll das wohl doch kein Wassersymbol sein. Dann mache ich den Edelstein rein. Passt perfekt. Und
diese Spirale, die überhaupt nichts mit der Erde zu tun hat, mit dem Wasser zu tun hat, da tue ich jetzt den Kürbis mit Wasser rein. Ah, etwas passiert. Meister Vanus, seid ihr's? Ihr! Euch habe ich in meiner Vision gesehen. Ich wusste, dass ihr meine Hinweise verstehen würdet. Aber hört zu, ich habe nicht viel Zeit. Wo seid ihr? Die Chaosbringer. Sie haben mich erwischt. Sie bringen mich zu einer Altmeerruine irgendwo in Auridon. Sie nannten sie Bevan, glaube ich. Hört mal, sie sind gleich wieder zurück. Ich muss euch von meiner Vision erzählen. Sie betrifft Sommers End und Arteum. Sommers End? Arteum? Wovon sprecht ihr? Sommers End, die grüne und freundliche Insel der Hochelfen. Arteum, die verschwundene Heimat des Psychic-Ordens. Beide sind in einem dunklen Netz des Schreckens gefangen. Ich habe es gesehen. Meine Vision. Sie haben dem Psychikern schon in der Vergangenheit geholfen. Doch nun scheinen noch andere Interesse an ihnen zu haben. Wer sind denn diese anderen? Diener der dunklen Fürsten. Sie wollen meine Gabe missbrauchen. Sie wollen mich dazu bringen, ihnen zu enthüllen, wo Arteum liegt. Ihr müsst mir helfen. Bevan, sie bringen mich nach... Oh nein, sie kommen zurück. Ich werde euch in Bevan finden. Beeilung, denkt daran, Bevan. Das klang nicht gut. Ihr solltet euch wirklich beeilen und euch nach Bevan aufmachen. Das Orakel braucht euch. Kommt ihr denn nicht mit mir? Nein, die Sache hat eine völlig neue Bedeutung bekommen. Falls Arteum und der Psychic-Orden beteiligt sind, muss ich die Magiergilde da raushalten. Was als nächstes geschieht, liegt an euch. Ihr findet Bevan an der Westküste Auridons. Das Orakel erwähnte Sommers End und Arteum. Könntet ihr mir irgendetwas darüber erzählen? Sommers End ist die uralte Heimat der Hochelfen. Ich bin dort geboren und aufgewachsen. Marievis Vision legt nahe, dass die Insel bedroht wird. Es gibt da einige Leute, die ich warnen sollte. Soweit es Arteum betrifft, handelt es sich um die Heimat des Psychic-Ordens. Und sie befindet sich derzeit nicht auf Nirn. Was meint ihr damit, dass Arteum im Augenblick nicht auf Nirn weilt? Die Insel verschwand vor 350 Jahren. Der Ritenmeister verbarg sie in einer Taschenebene. Aus welchem Grund, weiß man nicht. Ich habe während meiner Zeit im Orden im Turm Zepora studiert, aber Psychic-Magie war für meinen Geschmack zu protzig. Weshalb helft ihr mir nicht dabei, das Orakel zu retten? Ich habe mehr als genug getan. Mein Bruch mit dem Orden und die daraus folgende Gründung der Magiergilde kam bei meinen früheren Lehrern nie sonderlich gut an. Sollte dies alles etwas mit den Psychikern zu tun haben, tue ich niemandem einen Gefallen, indem ich mich noch weiter in diese Angelegenheit einmische. Wer sind denn diese Chaosbringer, die das Orakel erwähnte? Ich habe da so meine Vermutungen. Sie stehen offenkundig in Verbindung zu den dunklen Fürsten, die Marieve erwähnte. Aber abgesehen davon, ich glaube nicht, dass sie vorhaben, dem Orakel etwas anzutun. Zumindest nicht sofort. Ihnen schwebt etwas Heimtückischeres vor. Was glaubt ihr, was sie mit dem Orakel vorhaben? Wahrscheinlich dasselbe, was jeder will. Es soll ihnen etwas offenbaren, was sie wissen wollen. Und ich mache mir Sorgen, dass es den Psychic-Orden betreffen könnte. Marieves Fähigkeiten gestatten es ihr, verborgene Dinge zu enthüllen und verschollene Orte zu finden. Orte wie Arteum. Was ist der Psychic-Orden? Der Psychic-Orden ist eine Klostergemeinschaft, die den alten Wegen der Magie folgt. Ich gehörte früher einmal selbst zum Orden, ehe eine Meinungsverschiedenheit mit einem anderen Mitglied dazu führte, dass ich aus seinen Reihen ausscherte und die Magiergilde gründete. Es besteht kein Kontakt mehr. Das Orakel ist eine Würdin. In welcher Beziehung steht sie zum Psychic-Orden? Marieve blickt nicht nur an verborgene Orte, sie weiß auch, wie sie mit ihnen in Kontakt tritt. So kann sie sich mit dem Ritenmeister des Psychic-Ordens austauschen. Ich nehme an, dies ist einer der Wege, über die der Orden von dem Ort aus, an dem er die Insel versteckt, die Entwicklungen hier auf Nirn im Auge behält. Und inwiefern wäre das für Interesse für diese Chaosbringer? Insofern, als dass sie Marieves Gabe verwenden könnten, um Arteum ausfindig zu machen. Zumindest ist das meine derzeitige Arbeitshypothese. Ich werde die Magiergilde von Sommers End über die Bedrohung informieren und mich dann zur Gildenhalle in Himmelswacht aufmachen. Trefft mich dort, sobald ihr das Orakel zurückgeholt habt. Ja, kein Thema. Machen wir sofort.
Ja, dann würde ich sagen, da können wir noch was mitnehmen. Ich reiß mal wieder mit dem Bötchen weiter und dann sehen wir uns gleich im B-Warm wieder. So, wo haben wir denn hier? B-Warm. Wir müssen nach unten. Das sollte eigentlich funktionieren, dass wir da nochmal durchlaufen können, oder? Ich wollte gerade sagen, warum hört sich das hier so komisch an, aber das waren Schlangen. Schmeckt unseren Stahl! Genau, böse Schlangen. Da können wir hoch. Das war der Rest. Was? Bitte, hier entlang. Ja, ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Ich habe noch nicht so viel Ausdauer. Es tut mir leid. Ich bin eben schon so viel durch die Höhle gelaufen. Nee, das war richtig rum, ne? Nein, wir wollen jetzt hier keine Dings haben. Aber das können wir mitnehmen. Und ich wäre eigentlich dafür, wenn wir mal kurz auch noch die Scherbe holen würden. Ihr seid fast da. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich muss anders abbiegen, aber ich muss mal kurz die Scherbe holen. Ich brauche so viele Punkte auf dem Char. Das ist ja meine zweite Mania auf dem Account. Deswegen, so, nee. Hier ist die Tür. So, Orakel, ich komme und rette dich. Da. Hilfe! Bleibt stehen! Ein Eindringling. Mephalas Brut wird sich um euch kümmern. Macht ihr mal. Schabasti, ich bin unbesiegbar. Sehen wir mal, ob wir das nicht ändern können. Der Hof des Aufruhrs bewundert Beharrlichkeit. Bis ein zu einem gewissen Opfer. Punkt. Sehr schön. Tretet vor und ihr sterbt. Aus meiner Vision. Kommt, sprecht mit mir. Ja. Muss aber erstmal eben das Viech da hinten. So, jetzt können wir sprechen. Die Zeit ist knapp. Die dunklen Fürsten haben ihr Ziel fast erreicht. Ihr müsst mir helfen. Ich verstehe nicht. Was tun sie euch an? Mephala glaubt, über mich an Artheum heranzukommen. Dieser Bann. Ihr müsst eine Möglichkeit finden, ihn zu brechen. Wie breche ich diesen Bann? Mephalas Magie durchdringt die Netze, die mich gefangen halten. Besiegt die Weberinnen und brecht die Bannriegel. Zerschlagt die Vorrichtung in der Mitte, die mich an diesem Ort festhält. Okay, also das, was ich gerade machen wollte. Die Frage ist nur, Moment, da kommen wir jetzt nicht hoch. Wir müssen da hoch, ne? Basti, komm mal mit. Wie laufen wir sonst nämlich bis oben hinterher? So, hallo Weberin, ich muss dich leider umbringen, denn ich muss dir das Orakel. Ja, mach ich doch, mach ich doch. Hallo? Darf ich hier auch? Ah, jetzt. So, Moment, dann müssen wir da hinten vorne rumgehen. Ich muss ja so noch hier hinten rum. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, was schneller ist. Kommst du denn jetzt auf einmal her? Willst du mich veräppeln? Wo kam der denn her? Okay. Oh, mach es bloß nicht. Ich drücke hier fünfmal drauf auf den Angriff. Alles kann man im Springen machen, aber wenn man mal was drückt, dann passiert nichts.
denn jetzt hier? Kommen da noch mehr? Dann kümmere du dich drum, Basti. Ich habe keine Zeit. Ich muss das Orakel befreien. Ich liebe es, wenn sich das Essen selbst autist. Ja, ne? Finde ich auch gut. Passiert leider viel zu selten, weil ich keinen Tischlein deck dich hab. Mel, das stört die Vorrichtung in der Mitte. Oh, willst du mich verarschen? Bin da gar nicht hängen geblieben. Hey, wie komme ich jetzt da wieder hoch? Hä? Moment. Was? Ich komme nicht mehr zur Mitte. Warum komme ich nicht mehr in die Mitte? Ich bin da hängen geblieben, als ich da drüber springen wollte und jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder was? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Musste dieses blöde Teil auch so dämlich da im Weg stehen? Sonst könnte ich da ja rüberspringen. Ach, da hinten, oder? Doch, da hinten komme ich rum. So. Oh. Junge, warum kümmert sich der Basti eigentlich um euch? So. Ich kann mit der verbleibenden Magika ein Portal öffnen. Dann mach. Thanos sagte immer, ich sollte mal Himmelswacht besuchen. Ich liebe Städte, die unhöflichen Leute. Ich konnte euch noch gar nicht für eure Hilfe danken. Ist es komisch, dass ich das tröstlich finde? Halt doch mal die Klappe, Basti, Mann. Auch wenn ich manchmal weit entfernte Orte und zukünftige Ereignisse sehe, so ist doch nie jemals etwas völlig gewiss. Ich wusste zwar, dass ihr kommt, um mich zu retten, doch das linderte nicht meine Angst. Ich dachte, ich würde in Mephalas Reich sterben. Hab Dank. Könnt ihr mir erklären, was sie euch dort angetan haben? Als Orakel kann ich in Verbindung mit anderen Zeiten und anderen Orten treten. Ich nutze diese Fähigkeit, um mich mit dem Ritenmeister der Psychika zu unterhalten und ihn über die Ereignisse auf Nirn in Kenntnis zu setzen. Mephalas Handlanger versuchten, diese Verbindung zu missbrauchen, um die verborgene Insel zu finden. Hatten sie Erfolg? Nein. Ihr seid noch rechtzeitig gekommen, um sie aufzuhalten. Doch es war eine knappe Sache. Das Portal war beinahe schon auf Arteums Position eingestimmt, als ihr mich befreit habt. Und wieder einmal sind die Visionen, die mich plagen, wahr geworden. Wo genau ist Arteum? Ich habe keine Ahnung. Nur weil ich die Insel wahrnehmen und mit dem Ritenmeister Zwiesprache halten kann, bedeutet das nicht, dass ich die Art von Magie begreifen würde, die sie verwenden. Ich bin eine Würdin. Und keine Psychikerin. Sie ist irgendwo anders. Mehr weiß ich wirklich nicht. Und was ist mit dem Rest eurer Vision? Oh, alles, was ich gesehen habe, bleibt wahr. Die dunklen Fürsten umkreisen Sommers End weiter wie Geier das Aas und verzehren sich noch immer nach Arteum und seinen Geheimnissen. Eure Gegenwart wird eine entscheidende Rolle beim Ausgang der Ereignisse spielen. Viel Glück, meine Freundin. Leb wohl, Marieve. Thanos, wo kommst du denn jetzt her? Nicht, dass ich mir allzu große Sorgen gemacht hätte, aber es sieht so aus, als hättet ihr das Orakel gerettet. Könnt ihr mir verraten, was passiert ist? Ich habe das Orakel aus Mephalas Reich gerettet. Sie sollte benutzt werden, um Arteum zu finden. Mephala? Sie muss eine der drei dunklen Fürsten in Marieves Prophezeiung sein. Ihr habt diesen Versuch vereitelt, aber ich fürchte, Sommers End und Arteum sind noch immer in Gefahr. Was ist unser nächster Schritt? Unser? Aufgrund meiner Verbindung zum Psychic-Orden muss ich vorsichtig vorgehen. Der Ritenmeister, wir verfolgen unterschiedliche Ziele. Ihr werdet nach Sommers End reisen müssen. Findet heraus, ob die Bedrohung, die Marieve vorhergesehen hat, unmittelbar bevorsteht oder eine Sorge ist, mit der wir uns später beschäftigen können. Ich dachte, Außenseiter wären von Summer's End ausgeschlossen. Ja, die Altmeer haben einige merkwürdige Ansichten. Aber wie das Schicksal es will, hörte ich, dass Königin Eiren gerade eine Verfügung erlassen hat, Summer's End für Zuwanderer und Besucher zu öffnen.
Dies ist der perfekte Vorwand für euch, die Insel näher unter die Lupe zu nehmen. Was geschieht jetzt mit dem Orakel? Wir werden Marieve die Gastfreundschaft der Magiergilde zuteilwerden lassen und dafür sorgen, dass sie sich vollständig von ihrer Tortur erholt. Dann werde ich sicherstellen, dass sie zurück nach Hause kommt. Vielen Dank für eure Hilfe in dieser Angelegenheit. Nun geht nach Sommers End und tut das, was ihr am besten könnt, meine Freundin. Ja, und wir halten das Andenken Würd-Elementarwolke. Benutzt dieses Würd-Andenken, um die Elemente von Wind und Luft zu einem wirbelnden Sog zu verweben. Da jetzt hier nichts mehr kommt, einige meiner Kollegen können kaum erwarten, euch kennenzulernen, Marieve. Natürlich. Nachdem ich mir euren Garten angesehen und meine Gedanken gesammelt habe, wenn das geht. Selbstverständlich, Orakel. Kommt herein, wann immer ihr bereit seid. Ja, wir schauen uns mal eben das Andenken an. Und zwar ist es das hier. Also ihr könnt Q gedrückt halten, wenn ihr am PC seid, und dann immer die rechte Maustaste drücken. Und das war das Andenken. Und das war dann auch schon die heutige Folge. Die ist ein bisschen länger geworden, aber diese Einführungsquests, also diese Prologe, dauern in der Regel immer etwas länger. Meistens sind sie sogar noch über eine Stunde. Deswegen würde ich sagen, machen wir es hier mal kurz und schmerzlos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen den Rest in der nächsten Folge, wenn ich in Summer's End angekommen bin und wir da die Hauptquest starten. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.